Hallo und herzlich willkommen auf Papau TV. Ich bin euer Olli und heute geht es weiter mit dem Fortsatzon der Serie 17 im Herbst. Und in Kapitel 1, Edles Ross, dürfen wir ein beliebiges Van- oder Pickup-Fahrzeug fahren und besitzen. Deswegen gehen wir über den Filter. Ich habe mich für was Besonderes entschieden, den Pickup von Volkswagen. Den bekommen wir über den Download. Und ich fahre ein bisschen an der Küste spazieren. Hab so mit Kapitel 1 absolviert. In Kapitel 2, Salz der Erde, dürfen wir mit unserem Fahrzeug 21,1 Kilometer fahren, somit einen Halbmarathon. Also genießt es einfach und fahrt mit eurem Fahrzeug dort, wo ihr Lust habt zu fahren. Ich habe so ein paar Ausschnitte von meinen Fahrten jetzt mal so zusammengeschnitten, dass ihr mal seht, man kann wirklich überall fahren mit dem Pickup. Hauptsache, man bekommt die 21,1 Kilometer voll. Und ja, wenn es euch gefällt, lasst mir doch bitte ein Like da und ein Abo, weil ich möchte immer noch die 100 erreichen. Falls es nicht so sein sollte, werde ich wahrscheinlich mit YouTube aufhören, weil es ist doch ein bisschen Arbeit und Freizeit geht dafür flöten. Und wie ihr seht, haben wir Kapitel 2 absolviert. In Kapitel 3, immer in Bewegung, dürfen wir 5 durchs Nadelöhrfähigkeiten ausführen. Dafür bin ich auf die Autobahn gefahren und habe mich dort versucht. Ich muss sagen, es ist für mich das, was am längsten gedauert hat, aber wenn die Fahrzeuge so wie hier schön nebeneinander fahren, kriegt man das ruckzuck zusammen. Und dann ist es auch gar kein Problem, die 5-mal durch Nadelöhr zu bekommen. Und somit ist Kapitel 3 absolviert. In Kapitel 4, Überflieger, musste ich mein Fahrzeug wechseln, da wir die Betriebshoframpe springen müssen und dort eine bestimmte Reichweite bekommen, also sprich die 241,3. Deswegen habe ich mich für den Limited Edition HSV entschieden und ich zeige euch jetzt, dass man zuerst mal den Weg frei machen sollte, bevor man den Sprung macht. Deswegen zeige ich euch es im Video von hier schon. Also hier rechts seht ihr ja die Rampe, wo wir dann gleich drüber springen. Und bis wir dort sind, sollte man auf jeden Fall die ganzen Lampen, die da in der Mitte stehen, wegkloppen, weil die bremsen einen dann nachher aus, falls man nicht die Ideallinie, so wie ich, fahren kann. Also einen schönen Spin und dann Vollgas. Dann gehen wir gleich durch die Pfütze durch. Jetzt versuchen, mittig zu treffen und dann fliegen wir auch schon. Somit ist Kapitel 4 absolviert und der Forzaton Schwerter zu Pflugscharen abgeschlossen. Vielen Dank, dass ihr mein Video bis hierher geschaut habt. Auf der linken Seite seht ihr meine letzten Videos, auf der rechten Seite die Vorzahlliste. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst mir doch bitte ein Like da, abonniert mich, aktiviert die Glocke. Wenn nicht gefallen, gebt mir auch gerne ein Dislike, aber bitte kommentieren. Und in diesem Sinne danke und bis zum nächsten Video.